Kommen wir nochmal auf die einzelnen KAFO-Produkte für die Aufbereitung zu sprechen. Ganz einfach in der Pflege RKI-konform, Pflege manuell für semikritisch B und B wäre das KAFO-Spray. Ölpflege, reine Ölpflege. Wann darf ich das bei semikritisch oder auch bei kritisch B anwenden? Nur dann, wenn zuvor eine Innen- und Außendesinfektion zum Beispiel in einem RBG-Miele erfolgt ist. Sofern Sie das KAFO-Spray nutzen, ist es wichtig, dass Sie dann auch die entsprechenden Adapter für Ihre in der Praxis vorhandenen Instrumente haben. Es gibt den Turbinenadapter, der an die Turbinenkupplung Multiflex erinnert, den Intra-Adapter und auch den Comfort-Drive-Adapter. Ja, hier auch wieder sehr nützlich das CleanPack. Sie können das Instrument sichtbar einstecken, also nicht ins Innere des CleanPacks reinstecken. Hier haben Sie eine visuelle Kontrolle, was dann auch wirklich vorne rauskommt, dass das Spray sauber ist. Eine Sekunde wird auf die Taste gedrückt und ebenso bei der Spannzahnpflege eine Sekunde, da sollten Sie das Ganze natürlich noch ein bisschen mit einer Serviette schützen. Wichtig ist bei der manuellen Pflege, dass Sie eine visuelle Kontrolle machen. Das heißt, sollte aus dem Instrument eine verfärbte Flüssigkeit bräunlich oder gräulich austreten, dann einfach noch einmal eine Sekunde durchsprühen. Bedingt durch die inneren Steigröhrchen der Sprayflasche ist es wichtig, dass Sie die Sprayflasche immer auf eine ebene Oberfläche stellen oder mindestens senkrecht halten. Dieses Gerät kann in Deutschland angewandt werden, wenn zuvor ein RDG, die validierte Innenreinigung, sprich Proteinentfernung, durchgeführt hat. Hier sehen wir es in dem Bild mal dargestellt. Aufstecken, Klappe zu, Taste drücken und wieder entnehmen. Fehlerfreie Ölpflege. Was passiert im QuattroCare Plus? Dieses Pflegespray hat besondere Eigenschaften. Das Pflegespray bildet im Inneren einen Schaum. Es expandiert um ein Vielfaches seines Volumens und geht in alle kleinsten Getriebeteilchen hinein, spült alte Schmutzpartikel hinaus, sowie alle anorganischen Rückstände. Das QuattroCare Plus ist mit einem Luftanschluss seriell versehen. Das heißt, die Spraykanäle und auch Getriebekanäle werden automatisch ausgeblasen und somit sind insbesondere die Spraykanäle im Anschluss absolut ölfrei und es sind keine Pflegerückstände im Instrumenteninneren nachweisbar.